Ich wurde vor kurzem gefragt, wie man denn die Schulter- und Arm- und Unterarmnähte schön und sauber hinbekommt. Und ich dachte, ich beantworte das mal mit einem Video. Also mein erster Tipp ist, eine sehr feine Nadel zu benutzen. Ich benutze dazu Nadeln, mit denen man sonst Perlen aufspießt und auffädelt. Und der nächste Tipp ist, sehr, sehr kleine Stiche zu machen. Ich benutze einen Leiterstich und den mache ich sehr, sehr klein und fein, damit man hier keine Abstände zwischen den Stichen sieht. Und dazu ziehe ich den Stoff auch, damit sich das nicht alles wölbt. Und dann, wenn ich die Schulter nähe, achte ich darauf, dass ich den hinteren Stoff von dem Oberkörper auf die Mitte über dem Arm ziehe und dann nähe ich es alles fest am Hals. Und wenn ich dann in der Mitte über dem Arm angekommen bin, ziehe ich das vordere Stück Stoff vom vorderen Oberkörperteil nach hinten und nähe die beiden zusammen. Und auch hier wieder mache ich sehr kleine, feine Stiche und nähe mehrmals drüber, damit alles schön fest ist hier an der Schulter. Und dann nähe ich weiter mit meinen kleinen, feinen Leiterstichen nach vorne, um alles schön sauber und fein hier hinzukriegen. Wenn ich dann die andere Schulternaht auch geschlossen habe, oder das vordere und hintere Oberkörperteil zusammengenäht habe, schließe ich die Schulternaht. Und da benutze ich auch wieder den Leiterstich und mache kleine Stiche und nehme ein wenig von dem vorderen und dann hinteren Stoff auf und ziehe es zusammen. Und dabei achte ich darauf, dass ich eine gerade Naht vom Hals runter zum Arm nähe. Immer mit meinen kleinen feinen Stichen, damit man kein Nähgarn sieht oder so wenig wie möglich. Und wenn ich dann am Arm hier angekommen bin, kann ich rund um den Arm nähen und die Schulternaht schließen. Und das mache ich genauso wie sonst auch, immer mit meinem kleinen Leiterstich hier etwas von dem Stoff vom Arm und dann nehme ich etwas von dem Stoff vom Oberkörper und nähe die beiden zusammen und schließe die Arm- und Schulternaht hier. Und das Nähen dieser Schritte um den Hals und die Schulter- und Armnähte ist das zeitaufwendigste an der ganzen Puppe, so erscheint es mir auf jeden Fall immer. Das ist sehr, sehr lang und sehr mühsam manchmal, aber ich freue mich dann schon immer drauf, dass ich danach dann das Gesichtchen sticken kann, um die kleine Persönlichkeit von der Puppe zu entdecken. Und dann ist es alles nicht mehr ganz so mühsam. Aber das kann schon mal einige Stunden dauern, obwohl es ja eigentlich nur so wenig erscheint. Und am besten ist es, sich Zeit zu nehmen, um alles schön sauber und fein hinzubekommen. Und wenn man dann vielleicht zwischendurch mal ein bisschen frustriert ist oder so, kann man es mal zur Seite legen und dann später weiter nähen. Die kleine Puppenperson, die wird einem das dann schon vergeben, denke ich. Aber die Vorfreude, dann der Puppe ein Gesichtchen zu geben, lässt mich immer weitermachen. Und dann nähe ich jetzt hier also um den Arm herum und dann oft auch noch ein zweites Mal, um eventuelle Unebenheiten nochmal auszugleichen. Und falls du irgendwelche Fragen hast zu diesem Thema oder auch zu anderen, kannst du natürlich einen Kommentar hinterlassen. Und jetzt kann man sehen, dass man hier kaum die Stiche sehen kann. Da bin ich dann immer ganz froh, wenn man fast nichts sehen kann. Und dann kann ich hier den Faden abbinden und nach hinten durchstechen und abschnipseln. Dann bin ich erstmal fertig mit der einen Schulter. Und dann, um die andere Schulternaht zu nähen, achte ich darauf, dass alles schön symmetrisch ist, dass der Abstand hier vom Hals zum Arm gleich ist
und auch alles einigermaßen regelmäßig aussieht. Und dann nähe ich auch hier rund um den Arm herum. Ich hoffe, dieses Video war ein bisschen hilfreich und man konnte ein bisschen sehen, wie ich das hier so mache. Falls du eine Frage hast, hinterlass mir doch einen Kommentar oder schick mir eine E-Mail an theresa@sammydolls.com oder du kannst natürlich auch immer Fragen stellen in der Sammy-Facebook-Gruppe, die unter dem Video verlinkt ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!